Okay, so ganz gut ist nicht nach der Niederlage gestern. Wir selber haben leider gar nicht viel davon gesehen. Also der Präsi, der jetzt gerade duschen ist, und ich. Denn wir sind seit gestern noch oder waren gestern noch auf einem Business-Termin von unserem gemeinsamen Business, haben hier auch übernachtet und abends noch Weihnachtsfeier von der Firma her aus gehabt. Ja, und dementsprechend sehe ich heute noch so ein bisschen im Business-Look aus, aber im Auto hängt die Fanclub-Jacke, die dann nachher getauscht wird. Und dann müssen wir schnurstracks zusehen, dass wir von hier dann eben loskommen, denn heute wartet ja die Weihnachtsfeier, die jährliche Weihnachtsfeier, die der FC Bayern immer macht, beziehungsweise wo er Spieler und Funktionäre hinschickt. Ja, und wir freuen uns heute darauf, unseren neuen Präsidenten, den Herrn Herbert Hainer, mal persönlich zu treffen. Und wie das so wird, ja, wir nehmen euch auf jeden Fall mit und filmen ein bisschen. Ja, jetzt machen wir uns erstmal weiter fertig, dass wir dann hier im Hotel noch kurz frühstücken. Das ist jetzt irgendwo was gegen kurz vor 7. Aber ja, es ging halt nicht anders, weil diesen Business-Termin, den haben wir schon sehr lange im Voraus geplant gehabt und der war auch wichtig. Ja, und jetzt müssen wir uns halt ein bisschen schminken. Wir sind schon angekommen. Viel, viel zu früh. Irgendwo kurz nach 11 und um 12 ist jetzt überhaupt der Einlass. Aber besser zu früh als zu spät. Ich habe jetzt mittlerweile auch endlich die Business-Kleidung wieder gegen Fanclub-Kleidung getauscht. Jetzt warten wir noch auf die drei anderen, die von unserem Fanclub mitkommen dürfen, konnten, wollten. Ja, aber wenigstens ist es kein Wetterchaos. Wir hatten das auch schon anders. Einmal sollte oder Letztes Jahr sollte Hermann Gerland kommen, der ist dann viel zu spät gelandet und kam dann durch das Schneechaos gar nicht durch. Den haben wir gar nicht gesehen. 2015 war auch Schneechaos, als wir zu dem Treffen dann mit Manuel Neuer gefahren sind. Wir sind nachts aus Bochum wiedergekommen. Da war noch alles in Ordnung, weil da war ja ein Tag vorher das Spiel. Und als wir morgens los wollten, war richtig Chaos pur und da waren wir erst kurz vor Einlass überhaupt da. Von daher ist das jetzt etwas entspannter. Jetzt warten wir einfach. Frank kauft schon als erstes wieder die Verzehrkarten für alle, oder was? Eine Tombola-Lose, ja, du bist ja. Jetzt seht ihr unser Feierbiest-Bild. So muss das sein. Jingeling, jingelingeling. La 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 la. So ein München. Und der Ecki, und der Ecki, und der Ecki, und die Melli. Wir sind immer, immer dabei. Weil das was alle sagen, wenn sie irgendwo hinfahren, sondern weil es wirklich Spaß macht, wenn ich mit Fans zusammen bin und wir als Club wollen ein bisschen Dankbarkeit zurückgeben für die Fans, die uns das ganze Jahr unterstützen und deswegen machen wir das auch gerne. Aber ich hoffe, dass ich heute Abend, wenn ich nach Hause komme, dann noch das kleine Geschenk aus dem Fenster Nummer 1 bekomme.
Aber das gibt's, ihr habt oder zu Hause, Weihnachtsspielthema heute auch das erste Mal. Ja, wir sind zwar, meine Frau und ich sind mit alleine, weil die Kinder aus dem Haus sind, aber wir haben immer noch einen Weihnachtskalender und einen Weihnachtskranz zu Hause am Tisch stehen. Es ist für uns immer eine schöne Zeit, da kommt man hoffentlich auch ein bisschen zur Ruhe. Ja, natürlich. Wir haben damals um die Niederbayerische Meisterschaft gespielt, an einem Pfingstsamstag, und das Spiel ging 1:1 aus und musste dann am Pfingstmontag wiederholt werden. Und das ganze Stadion war voll, aber es waren 5.000 oder 6.000 Zuschauer, die das angeguckt haben. Und das war natürlich für uns, wir haben in der Landesliga, das war damals die vierthöchste Spielklasse, gespielt, das war für uns schon voll. Sie haben es gerade angesprochen, Fußball und Fußballfamilie. Ich habe ein paar, glaube ich, sind da, die auch bei der Jahreshauptversammlung in München waren, als ich das gesagt habe, dass mein jüngerer Bruder Profi bei 60 war. Als er angefangen hat, ich glaube vor 38 oder 39 Jahren, hat ihn von seiner Frau geschenkt bekommen. Und die Susi hat gesagt, sie möchte den Schreibtisch wieder gern zurückhaben. Die deutschen Talente immer erst ins Ausland gehen und kaufen sie dann teuer zurück. Und ich kombiniere das mal mit der Campusarbeit. Der FC Bayern München hat ja zig Millionen in den Campus gesteckt. Wie geht es damit weiter? Oder wie ordnet das der Präsident ein? Ja, ich denke, dass der Vorwurf nicht ganz zutreffend ist, denn wenn ich jetzt gerade mal bei Bayern München bin, wir haben Kimmich, wir haben Serge Gnabry, wir haben Leon Goretzka. Drei junge Nationalspieler der deutschen Nationalmannschaft über alle. Ich weiß nicht, ob ich den Begriff für Lose finde, glaube ich gar nicht. Ich bin hier hinten. 1000 Lose, das ist ja relativ. Wer hat gewonnen? So, der glückliche Gewinner des Trikots mit den Originalunterschriften der Mannschaft hat die Nummer 119. Was müssen wir denn jetzt wieder? Ist jetzt noch? T-Shirt!